Eine Anwendungsaufgabe zur Prozentrechnung. Betrachten wir die folgende Aufgabe. Eine Aktie steigt an einem Tag um 20%, am nächsten Tag fällt sie wieder um 20%. Was ist die Aktie im Vergleich zum Anfang wert? Vielleicht mehr oder genauso viel oder sogar weniger? Die meisten würden aus dem Bauch heraus zu B tendieren. Wenn ich was dazu bekomme und dann wieder wegnehme, sollte doch der Anfangswert herauskommen. Aber diese Lösung ist falsch. Und das liegt daran, dass es sich bei den Prozenten um Anteile handelt. Aber schauen wir uns das genauer an. Nehmen wir einfach mal an, unsere Aktie ist 100 Euro wert. Wenn sie um 20% steigt, dann kommt also ein Fünftel des Originalwertes dazu. Und das sind hier 20 Euro. Unsere Aktie hat jetzt am nächsten Tag einen Wert von 120 Euro. Am darauffolgenden Tag fällt die Aktie wieder um 20%. Die 20% beziehen sich jetzt aber auf den neuen Wert, also auf die 120 Euro. Und 20% oder ein Fünftel von 120 Euro sind jetzt eben 24 Euro, die die Aktie an Wert verliert. Die Aktie hat jetzt also nur noch einen Wert von 96 Euro. Und damit haben wir die vielleicht unerwartete Lösung auf unsere Frage. Die Aktie ist jetzt weniger wert als zu Beginn. Und die Antwort ist natürlich unabhängig vom Ausgangswert der Aktie. Wir können den Wert einfach mal mit G für Grundwert bezeichnen. Und dann kommen 20% dazu und dann haben wir 120% vorliegen. Und um diese zu berechnen, kann man einfach mal 120% oder mal 1,2 rechnen. Und wenn man dann im zweiten Schritt 20% abzieht, dann hat man ja nur noch 80%. Zur Berechnung kann man einfach mal 80% oder mal 0,8 rechnen. Jetzt kann man beide Schritte zusammenfassen. Man hat erst den Grundwert mit 1,2 und dann mit 0,8 multipliziert. Und das lässt sich eben zu einer Multiplikation mit 0,96 zusammenfassen. Wir haben am Ende also 96% des Ausgangswertes. Interessanterweise lässt die Aufgabe sich übrigens auch umdrehen. Wenn die Aktie erst um 20% steigt und dann wieder um 20% fällt, haben wir ja die Multiplikation mit 1,2 und 0,8. Fällt aber die Aktie erst um 20%, um am nächsten Tag um 20% zu steigen, dann muss man erst mit 0,8 und dann mit 1,2 multiplizieren. Und da man nach dem Kommutativgesetz die beiden Multiplikationen vertauschen darf, kommt natürlich auch hier dasselbe heraus. Und zwar weniger als der Anfangswert. Wenn du noch weitere Übungsmaterialien oder Lernblätter benötigst, dann schau doch auch mal auf schlaueswau.de vorbei. Erklärvideos findest du dort auch. Die gibt es aber auch hier im Kanal, den du gerne abonnieren kannst, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.